Guten Morgen. Heute ist der zweite Tag. Wir haben jetzt 3:30. Die Nacht war gut. Ich habe früh geschlafen. So 9:30 bin ich auch gleich eingeschlafen.
So, wir sind jetzt am Fluss Roa. Ich habe jetzt auch schon wieder 12 Kilometer auf der Uhr. Aber hier werde ich jetzt erstmal Pause machen. Vor allen Dingen muss ich hier irgendwie Wasser auffüllen. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo eine Stelle finde. Ich habe nur noch diese 400 Milliliter heute Morgen gehabt und gestern auch nur 1,5 getrunken. Ich brauche ganz dringend Wasser jetzt. Und dann will ich hier mal Pause machen und mir was zu essen machen. Also, steckt ganz schön in die Beine alles mittlerweile. Glasklares Wasser aus dem Fluss. Kann man wunderbar trinken. Das ist natürlich schön hier in Norwegen. In den meisten Flüssen, also in der Regel, hat das Trinkwasser Qualität, weil es ja so viel Wasser hier regnet. Jetzt fülle ich hier meine Wasservorräte auf, dann mache ich mir mal was zu essen, dass ich da auch mal ein bisschen Energie wieder kriege. Oh, das ist dieser eiskalte Winter hier weht. Ich bin total durchgefroren, aber wie du. So wie man nicht mehr laufen tut, fährt es einem bis auf die Knochen. Ich bin froh, wenn ich heute meinen Zeltplatz gefunden habe und dann im Schlafsack blick. Dann schön dick eingemummelt, ein bisschen wärmer gedammt. Boah, das ist barbarisch. Das war jetzt fast der ganze Weg, gerade oben am Berg und so. Richtig eiskalte Wind ist ein bisschen die Knochen runter. Ich muss jetzt hier in den Felsen so ein bisschen, dass ich hier endlich mal was zu essen machen kann. Boah. Oh, ich zitter voll, du. Oh. Ich habe jetzt schon den anderen Pulli noch einmal angezogen und die Jacke drüber. Oh. Deswegen jetzt was Warmes essen. Und dann noch direkt weitergehen, dass man nicht so auskühlt. Es sind auch nur noch 6-7 Kilometer bis da, wo ich hin will. Oh. Also seid nicht böse. Ich mache jetzt mal hier fertig erstmal alles. Und dann filme ich wieder, wenn wir unterwegs sind. Boah. So, ich habe jetzt erstmal gut getrunken und zwei von den Trekking-Nahrungen mir reingedreht. Boah, da merkt man richtig, wie die Energie zurückkommt. Problem war, ich habe kein Wasser mehr gehabt heute. So konnte ich heute Morgen noch nichts essen. Und beim nächsten Mal auch ein bisschen vorausschauender arbeiten. Na ja gut, aber jetzt wieder alles gut. Jetzt gehen wir Richtung Oasen. Da in der Ecke müssen wir halt irgendwie nochmal einen Platz finden und morgen geht es dann die letzte Etappe. Aber jetzt geht es erstmal Richtung Oasen. Das war der Fluss, war hier die Roa.
im Innital ist wenigstens mal nicht so ein Wind. Also das ist ja wirklich brutal heute. Ein richtig kalter Wind, ich glaube, ich stecke Zähne, der keine Ahnung. Das geht durch und durch. Ich bin mittlerweile komplett durchgefroren, aber sind jetzt noch 9 Kilometer bis zur Oasen. Da war eben ein schöner Platz, hätte man gut sich hin und Zelt machen können. Jetzt bin ich noch zu weit weg.